Wichtig für den Lernerfolg ist die Qualität des Lernprozesses. Und die kann natürlich in verschiedenen Umfeldern hoch sein, auch in der Online-Lehre. Allerdings bringt so ein Wechsel des Lernumfelds natürlich Schwierigkeiten mit sich. Zum Teil sind die ganz ähnlich wie die Schwierigkeiten, die Erwachsene auch kennen, wenn sie vom Büro ins Homeoffice wechseln. Einmal geht es da letztendlich um die Infrastruktur. Habe ich die technische Ausstattung? Habe ich alle Materialien? Habe ich einen ruhigen Platz zum Arbeiten? Dann geht es aber auch um die zeitliche Organisation. Wie kann ich mich motivieren ohne die gewohnten Strukturen? Und dann geht es für die Schülerinnen und Schüler auch darum, wie bekomme ich die Unterstützung, die ich normalerweise aus der direkten sozialen Interaktion erhalte? Also, was mache ich, wenn ich Fragen oder Probleme habe? Was mache ich, wenn ich Rückmeldung brauche? Das muss ich alles erstmal klären und einspielen. Es ist ja so, dass Schülerinnen und Schüler normalerweise in ihrem Alltag Strukturen haben, die ihnen helfen, genug Zeit und Energie ins Lernen zu investieren, also Stundenpläne, Lehrkräfte, die ihnen über die Schulter schauen oder regelmäßige Hausaufgabenzeiten. Und wenn das wegbricht oder sich verändert, dann ist es natürlich besonders schwierig für die Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, sich sowas selber aufzubauen. Für die es also schwierig ist, zum Beispiel sich selber einen guten Lernplan zu machen oder sich an Zeitpläne zu halten, die sich leicht ablenken lassen oder für die es vielleicht auch schwierig ist, einzuschätzen, ob sie einen bestimmten Lernstoff jetzt schon gut können oder noch nicht. Und solche Schwierigkeiten in der Selbstregulation sind durchschnittlich vielleicht eher verbreitet bei jüngeren Schülerinnen und Schülern, weil sich diese Fähigkeit normalerweise im Laufe der Kindheit und Jugend verbessert. Allerdings gibt es in jeder Altersgruppe auch große individuelle Unterschiede. Das heißt, manchmal können jüngere Schüler schon sehr gut selbstständig zurechtkommen und manche Ältere brauchen einfach noch viel Unterstützung. Bei jüngeren Kindern ergeben sich natürlich bei Online-Lehre ganz praktische Probleme, die daher stammen, zum Beispiel, dass die Lesefähigkeit vielleicht noch nicht so gut ist, dass die Kinder weniger Erfahrung mit elektronischen Medien haben und dass sie auch noch besonderen Schutz im Internet brauchen. Und häufig führt es dazu, dass eigentlich beim Online-Unterricht zu Hause auch noch eine ständige Ansprechperson da sein muss, die dem Kind zum Beispiel hilft, sich einzuloggen, Dateien runterzuladen, Anweisungen vorzulesen etc. Und das ist natürlich ein zeitaufwendiger Job und das kann nicht jede Familie einfach so organisieren. Insofern ist es aus dem Blickwinkel auf jeden Fall sinnvoll, dass jüngere Kinder, wenn möglich, im Präsenzunterricht bleiben können. Allerdings, wenn das eben einfach nicht möglich ist, bringt natürlich auch für jüngere Kinder Online-Unterricht einen Vorteil gegenüber einem Kontaktverlust zur Schule. Einmal geht es darum, die Tagesstruktur und die Lernstruktur aufrechtzuerhalten. Dann geht es darum, für die Lehrerinnen und Lehrer den Kontakt zu halten, damit sie immer wissen, welche Unterstützung die Kinder brauchen. Und letztendlich geht es auch um die soziale Einbindung, die ja ganz wichtig ist, einmal für die Lernmotivation, aber auch für das allgemeine Wohlbefinden. Das ist manchmal auch deswegen gar nicht so einfach, weil man ja als Bezugsperson, als Eltern das eigene Kind nicht gern unglücklich sieht und am liebsten sofort was dagegen unternehmen möchte. Allerdings ist es für die Entwicklung der emotionalen Kompetenz ein ganz wichtiger erster Schritt, erstmal bei sich selber Gefühle richtig wahrnehmen und einordnen zu können. Und dafür kann es hilfreich sein, auch bei negativen Gefühlen nicht sofort dagegen anzugehen, sondern manchmal einen Moment bei dem Gefühl zu bleiben. Das heißt, mit dem Kind erstmal ein Wort für das Gefühl zu suchen, vielleicht darüber zu sprechen, woher kommt denn dieses Gefühl und ganz wichtig, auch so eine Akzeptanz für das Gefühl zu vermitteln, also zu sagen und dem Kind deutlich zu machen, es ist ganz normal und es ist okay, wenn man sich manchmal auch wütend oder ängstlich oder traurig fühlt, gerade auch in der Situation natürlich. Und manchmal hilft so eine Unterstützung auch schon sehr oder ist schon großer Trost. Und natürlich kann man in einem weiteren Schritt mit dem Kind auch überlegen, was es tun kann, um sich besser zu fühlen, wenn es das möchte. Manchmal reicht dafür auch einfach eine rückversichernde Information, zum Beispiel die Infektionsschutzmaßnahmen nochmal zu erklären. Manchmal geht es um eine praktische Problemlösung, zum Beispiel eine Videokonferenz mit den Freunden zu organisieren, wenn das Kind sich traurig und einsam fühlt. Oder manchmal geht es auch darum, auf andere Gedanken zu kommen, zum Beispiel einfach eine schöne gemeinsame Aktivität mit dem Kind zu machen.